Wir stehen hier am S-Bahn-Wartenberg. Gestern wurde hier ein Weihnachtsbaum aufgestellt und viele glückliche Gesichter haben wir gestern schon sehen können. In den vergangenen 2 Jahren gab es ja hier immer einen Weihnachtsmarkt. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich wegen Corona. Aber trotzdem kann man sich im Freien an schönen Weihnachtsbäumen erfreuen. Und wir haben auch 2 Kitas besucht. Dort haben wir Weihnachtsbäume spendiert und ich war ganz begeistert, mit welchen schönen Schmuckstücken die Kinder diesen Baum geschmückt haben. Aber auch in der Vorweihnachtszeit geht es natürlich nicht nur um Weihnachtsbäume. Und darum war ich heute Morgen auch in der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Die hat ja 2 Standorte. Einer befindet sich in Karlshorst, also im Wahlkreis Lichtenberg. Und für mich ist es schon sehr beeindruckend gewesen, wie auch die Hochschulleitung versucht, unter Corona-Bedingungen für alle Studentinnen und Studenten, für alle Studierende dort gute Bedingungen zu schaffen. Denn wir wissen ja, ein Studium unter Corona-Bedingungen ist nicht leicht. Es hat sich vieles verändert. Das Arbeiten in der Gruppe ist nicht so möglich wie früher. Und auch viele Studentenjobs gibt es ja nicht mehr. Das sind viele Herausforderungen. Und ich hoffe, dass es trotzdem vielen gelingt, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Warst du mal keulen?